Diesel, dem härtesten Improvisationscamp der deutschen Comedy, mit Mirja Böß, Hennes Bender, Oliver Welke und Dieter Meerendorf. Ja, meine Damen und Herren, Frauen kennen das Problem. Männer tun oft etwas ganz anderes als das, was sie sagen. Und genau das wollen wir heute ein bisschen zum Besten geben. Den Mann, den spielt ihr, Olli und Hennes. Und das Tolle ist, Olli, du darfst nur mit den Händen von Hennes agieren. Und womit könnte man das am schönsten machen? Am besten doch bei einer kleinen Geschichte, das erste Date. Und Mirja, du bist das erste Date. Das ist echt eine Glückssträhne. Ja. Olli mit den Händen von Hennes. Also, kommt doch mal alle drei auf die Bühne hier. Bin ich Gästin? Vielleicht noch kleine Kostümteilchen für euch. Ach so, damit du kriegst noch ein Hemdchen, okay. Damit dir nichts passieren kann. Schätze, das und du auch. Hennes, oder? Genau, damit ihr... Damit ihr die gleiche Armfarbe habt. So, ich bin nur die Arme, ne? So, ja, also mach dir keine Sorgen. Hennes steht voll hinter dir. Kann aber nichts passieren. Das ist okay, wenn ich meine Hände da lasse. Ja, gerne. So. Jetzt musst du deine eigenen Hände noch runterkriegen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob Argumentation und Gestik miteinander gehen. So, also, dann viel Glück beim ersten Date. Mensch, Herbert, ich finde das so toll, dass ich direkt mit zu dir nach Hause durfte. Was gibt's? Hallo, ich wollte mich einfach noch mal vorstellen. Ja. Ich bin der Hans. Hallöchen. Ach so, ich dachte, Herbert, gut. Was gibt's denn heute zu essen oder rufst du jetzt ein Pizzataxi? Ich muss mal ganz kurz mit meiner Mutter, aber ich bin gleich wieder bei dir. Mama! Ja, ja, diese Birte ist jetzt bei mir zu Hause, deswegen ist es ein bisschen schlecht. Ich wollte nur sagen, ich rufe dich nachher noch mal in Ruhe an. Ist das okay? Nein, wir sind noch nicht dabei. Ich rufe dich aber an, sobald es losgeht. Alles klar? Mama, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss dich hier mal klar machen. Alles klar, danke, tschüss Mama. Mutter, ist sehr neugierig. Ich hätte jetzt schon ein bisschen... Bin ein bisschen nervös, musst du wissen. Oh, deswegen habe ich jetzt dummerweise... Das mache ich manchmal, wenn ich aufgeregt bin, dann dippe ich mein Handy in die Götterspeise, das ist verrückt. Ich bin so nervös, das glaubst du gar nicht. Das ich hätte jetzt schon ein bisschen Durst. Möchtest du ein Radieschen vielleicht? Ja, danke. Die sind sehr gut. Ich nehme auch mal 5. Boah, die sind super. Lecker. Oh, mein Handy. Ist runtergefallen. Dumme Scheiße, du. Naja. Komm mal. Hätte gern was zu trinken. Schlückchen Wein ist doch klar. Ja. Schlückchen Wein. Ah, danke, ja. Pappbecher sind schon, du siehst, ich habe mich vorbereitet. Ja. Ne? Ab, ja. Ein sehr, sehr guter. Ich probier den mal für dich. Ich mag ja deine Hände sehr. Hm. Oder nimm du den erstmal und ich nehme dann den anderen. Ja. Ja. Aha. Oh. Lecker. Oh. Ja. Junge! Der ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dip, Dip vielleicht auch noch für dich. Möchtest du einen Dip? Ja, okay. Schönen Dip. Schönen Dip vielleicht. Danke. Oder? Nebenbei arbeite ich auch noch als Dirigent, weißt du, mir was dazu zu verdienen. Du hast mir doch erzählt, dass du so schön jonglieren kannst. Ja, das stimmt. Am besten mit Negerküssen. Ja, zeig doch mal. Aha, pass mal auf, jetzt wirst du aber staunen. Oh, hoppa, hey. Oh, ich bin ein bisschen nervös, habe ich ja schon gesagt, deswegen klappt das jetzt nicht so hundertprozentig. Ja. Noch ein Radieschen vielleicht? Die sind wirklich sehr gut. Die sind echt gut. Hm. Aha. Wofür ist denn dieser Chicorée-Salat? Ist ja auch so warm. Ich glaube, ich könnte mich ausziehen. Ist es okay, wenn ich meine Weste ausziehe? Ja. So! Hör mal, ich hätte gern ein bisschen von dem Wackelpudding. Mir wäre es wohler, wenn du ihn erstmal probierst. Na klar, kein Problem. Da nehme ich immer den Löffel und nicht die Hände. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der super Wackelpudding. Möchtest du auch mal? Nee, lass mal. Oder ein Dip? Danke. Hm. Boah, ist die geil. So. Können wir dann jetzt so langsam? Ja, vielleicht hier erstmal, wenn du einfach. Kann ich meine Hände bei dir vielleicht mal kurz abwischen? Nee, ich gebe dir mal eine Serviette, okay. Ja? Du hast auch ein bisschen Popel an der Nase, vielleicht putzt du mal. Das ist nicht nach Dips. Und was zwischen den Zähnen? Hm.
Kannst du mal mit dem Finger vielleicht dran gehen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich bin so wahnsinnig gut drauf. Ich könnte Servietten schmeißen, weißt du. Ja. Hier, sowas? Ja, meine Salzstange. Möchtest du auch eine? Vielleicht? Danke. So hat schon mancher ein Auge verloren. Was machst du denn beruflich? Hm? Ich bin Psychiater, warum? Du bist so fingerfertig, finde ich. Ja, ich bin auch sehr sportlich, wie du siehst. Ich werfe mir manchmal selbst einen Ball zu und so. Jetzt zeig ich mal, wie weit ich werfen kann. Pass mal auf. Wow, oder? Ja. Jetzt bist du schon beeindruckt. Kannst du mal die Pralinen aufmachen? Ja, natürlich. Die sehen ja sehr gut aus. Ja, die waren auch nicht billig. Ja, dachte, du wolltest die Schachtel mal sehen. Aber mir gefällt sie nicht, deswegen zerreiße ich die jetzt einfach. Blöde Schachtel. Direkt den Rest. Scheiß Schachtel, ja. Direkt weg damit. Ich hasse diese Schachtel. Ja. Guck mal, ich kann eine Möhre zerreißen, das glaubst du nicht. Wow! Hast du sowas schon mal gesehen? Das ist wie der Seewolf. Ich bin jetzt ein bisschen. Guck mal, eine Gurke! Oh! Noch eine Gurke! Und noch eine Gurke. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch geworden. Guck mal, wie gesagt. Ich an mir rumspiele. Na? Das könnte dein Körper sein. Ah.